So, Freunde, ich befinde mich immer noch in Singen am Hohen Twiel, sagt man, am Bodensee. Jetzt mittlerweile 21.30 Uhr. Ich bin heute Morgen um 8 Uhr aufgestanden, losgefahren nach Würzburg, in Würzburg zwei Videos abgedreht, noch 3 Stunden weitergefahren an Bodensee. Und jetzt versuche ich, mit diesem wunderschönen Auto zurück nach Hamburg zu kommen noch diese Nacht. Und ihr werdet im heutigen Video erfahren, ob ich es schaffe und wie es mir dabei geht. Ob das Auto es vor allem durchhält, den habe ich ja gerade erst abgeholt. Das sind die ersten Meter, die das Auto auf deutschen Straßen fährt. Die ersten 300 Kilometer liefen schon mal ohne Probleme. Verbrauch war ich bei, lass mich lügen, ich glaube 11,5 Liter oder so. Finde ich, geht mega klar. Dafür, dass ich so, auch wenn ich konnte, mal 180, 200 gefahren bin. Mal reinschauen hier. So, 286 Kilometer, durchschnittlich 123 km/h, 11,4 Liter. Da lässt sich doch wirklich nicht meckern. Was meinst du, ist hier an diesem Singen an der Aral, ist da so ein bisschen Action jetzt hier? Kann man da ein bisschen Action machen? Ja? Ja. Alles klar, würde ich sagen. Frage. Hat mich gefreut. Mich auch. Vielen Dank für den Ascona. Den habt ihr im letzten Video gesehen. Und let's go. Aral Singen, was ist das für eine Performance hier? Mann, Mann, Mann da. Da fängt die Scheiße doch schon an, Leute. Wir sind nicht mal 100 Kilometer gefahren jetzt, je nachdem wir in Singen los sind. Distronic Plus unavailable. Ich hoffe einfach mal, dass wir irgendwie zu viele Fliegen einfach nur gesammelt haben vorne auf dem Distronic-Zeichen. Ich fahre hier einfach mal eben. So, ich weiß jetzt gar nicht so genau, wo das sitzt bei den Dingern, aber wir sehen hier schon am Scheinwerfer. Die Karre hat auf jeden Fall einige Fliegen gefressen. Bei den alten Autos ist es hier irgendwo. Und ich sehe auch sonst nirgendwo einen Sensor in der Mitte. Also gehe ich mal davon aus, dass das hier hinter irgendwo sitzt. Ich habe nur leider irgendwie gerade nichts zum Abwischen da. Das ist noch ein altes T-Shirt. Das ist es doch schon wieder, Leute. Von wegen neuer Autos liefern kein Content, ne? Das ist es doch schon wieder, was ihr hier sehen wollt. Geil, geil, geil. So, Mama, tut mir leid, ne? Wenn du das in der Wäsche findest. Wollen wir mal gucken, ob der ganze Spaß auch das gewünschte Ergebnis gebracht hat. Karre einmal aus, Karre wieder an. So, jetzt sollte sich das hoffentlich resettet haben. No ETC card is... Pre-Safe ist doch diese Bremse, oder? Warte mal, jetzt ist es von selber weggegangen. Wir sind wieder an Bord, Freunde. Alles wieder schicki. So, ich habe jetzt noch ein paar Kilometer gerissen. Der Verbrauch ist ein bisschen hochgegangen, weil es halt immer von Baustelle zu unbegrenzt ging. War natürlich kaum Verkehr. Immer von 80, 200, 80, 200. Da hast du natürlich auch noch die Spezialisten dabei, die meinen, mit 140 die linke Spur gepachtet zu haben. Nachts um 2. Geil, geil, geil. Das Ganze wird nur noch übertroffen von der Dreistheit der örtlichen Gasthofbetreiber, die für so ein billiges China Ladekabel 29,99 verlangen. Es ist wirklich zum Kotzen, Leute. Ich bin jetzt hier gerade irgendwo mitten in Thüringen. Es ist gleich 2 Uhr nachts und ich werde mich wohl gleich irgendwo versuchen hinzulegen, ein paar Stunden im Auto zu pennen. Ja, Leute, das war wohl mal wieder ein richtiger Schuss in den Ofen. Ich habe mich hier auf komplett unauffälliger geht's ja fast schon gar nicht mehr, vor so einen Wohnblock gestellt in Nordhausen. Bin hier so kurz nach 3 angekommen. Jetzt ist 4:30 und ihr seht, es ist schon wieder hell gefühlt. Hier fahren schon wieder die Autos lang und ich habe ultra Schiss irgendwie, dass hier jemand auf dem Weg zum Frühdienst oder so aus der Tür rausläuft, die Karre sieht, erstmal rumläuft und dann irgend so ein Penner da drin liegen sieht und die Welt nicht mehr versteht. Also Leute, ich weiß nicht. Ich habe so gefühlt eine halbe Stunde gepennt. Zwischendurch noch mal ein bisschen Chatgeflüster gehört. Und jetzt werde ich hier einmal kurz, ja, meine Erledigung tätigen. Was es genau ist, werde ich euch jetzt noch nicht verraten. Das seht ihr eventuell, wenn es alles so klappt, in einem Monat. Jetzt gibt es erstmal hier schönes Frühstück, das gute alte Y-Food. Cold Brew Coffee, wer kennt es nicht?
erhältlich über den Link in meiner Videobeschreibung mit 10% Rabatt. Genauso wie viele andere leckere, nahrhafte Trinkmahlzeiten in verschiedenen Geschmacksrichtungen. Tasterpack gibt es auch mit 5 verschiedenen Dinger zum Ausprobieren. Als Drink, Pulver oder Riegel. Immer wieder perfekt, wenn es für euch mal wieder heißt Lost Step on Tour. Mittlerweile, wir werden ja auch älter, das müssen wir auch mal fairerweise sagen. Viele Zuschauer, ich glaube, es wäre schade, wenn wir uns nicht weiterentwickeln würden und nicht irgendwann mal denken. Freunde, ich bin hier wieder auf dem Hof gerollt, heute Morgen um ungefähr 9.12 Uhr. Gestern auch um 9 Uhr ungefähr losgefahren, das heißt, ich war ziemlich genau 24 Stunden auf Achse und bin in dieser Zeit die 600 Kilometer mit dem Cayenne nach Würzburg gefahren, plus 1150 Kilometer mit der S-Klasse. Das heißt 1800 Kilometer in 24 Stunden. Ich glaube, das ist fast mein, mein Rekord, seit ich mit dem Lorenzer an einem Tag, das waren auch 24 Stunden, 1800 Kilometer, ein paar zerquetschte noch, von Neapel zum Motorenzimmer auf 7 Zylindern gefahren bin. Also jedenfalls erster Eindruck vom Maybach, läuft super. Bin mit dem Fahrkomfort und dem Verbrauch extrem zufrieden. 11,5 Liter haben wir jetzt gebraucht bei sehr zügiger Fahrweise. Zum Vergleich, bei der gleichen Fahrweise braucht der 5,5 Liter Biturbo um 63er ungefähr 13,5 Liter. Klar, man hat ein bisschen mehr Spaß und Sound und so weiter. Wobei ich sagen muss, bei beiden Fahrzeugen ist es so, dass sie sich im Sport- und Economy-Modus, also man kann den Motor quasi in verschiedene Stufen versetzen, sehr unterschiedlich fahren. Das heißt, ich würde wirklich sogar behaupten, der 4.7er im Sportmodus fährt spritziger und hat mehr Leistung als der 5.5er im Economy-Modus. Also so riesig finde ich die Leistungsunterschiede jetzt nicht. Der ist, glaube ich, angegeben mit 435 PS, der 360er mit 585 PS. Aber die merkt man wirklich nur, wenn man den Sportmodus reinpackt und es wirklich drauf anlegt. So, ich habe jetzt noch einen Termin, fahr rüber zu Max. Ist schon mittlerweile hier ein richtiger ADHS-Hof, oder? Porsche Cayenne, die zweite. Kennzeichen sind endlich da. HHOG, ne? Ihr wisst Bescheid. 395, die Postleitzahl. Pflege und Liebe reinstecken. Wie lange können wir dann Spaß mit dem Auto haben? Moin. Also ihr könnt euch ja schon, ne? Ja. Zum letzten Mal bei dir. Ja, was sagst du zu meinem neuen Schätzchen hier? Wunderschön. Warum? Guck dir das an. Was ist das für ein Kennzeichen? OG? Warum ist das schon so kaputt? Ja, ich weiß auch nicht. Irgendwie mein Nachbar ist mir, glaube ich, rückwärts dagegen gefahren, als ich den an der Straße stehen lassen habe letzte Nacht. Komm mal her, ohne Scheiß, komm mal mit. Auch Lars. Hä? Das war gestern noch nicht. Alter. Irgendjemand hat die Karre komplett zerkratzt. Einfach bei mir an der Straße. Guck mal, 2019 ist man noch ohne Termin zum Motorenzimmer, jetzt hier zum Motoren-Max. Okay. Also ich find den Wagenhebermodus nicht, aber... Hä? Wie hoch denn noch? Ja, da geht was. Das ist ein Gelände. Alter. Ja? Da ging es ML ja ein Joke. Ja. T-Rex-Modus. Ja, da geht was. Also kurz zur Erklärung, die Luftbelge bei VAG, die haben ein Verschlussventil, das musst du über... Wie viele Kilos in die Bühne ausgelegt hier? Mal allen Spaß beiseite, Leute, ich bin wirklich mal gespannt, wie die Karre von unten aussieht. Film einfach nur Max, ich bin hier nur der... Wieso? Hä, was soll ich denn sagen? Du bist der Motoren-Max hier gerade. Alter, ich hab doch gar keine Ahnung. Traggelenke hier. Ja, der hat auf jeden Fall den einen oder anderen Winter schon gesehen. Aber so großartig aufgerissene Manschetten und sowas finde ich jetzt hier gar nicht. Nee, da musst du Alkohol holen. Oder Boberg, die kennen sich top aus. Ja, also offensichtliche Sachen würde man halt sehen. Ja. So Antriebswellen, Manschetten oder so, vorne, hinten, top. Ja. Der top, alles hier, Querlenkerbuchsen, top, tippitoppi. Differential ist trocken. Nee, das ist ein guter Kauf. Ein bisschen Schiss hier unter deiner Bühne, sag dir ganz ehrlich. Ja. Also dritt, ey. Ich auch, wenn ich mir deine Konstruktion hier so angucke, wie der aufgebockt ist.
Das Plastik ist voll weggebogen, Digga. Geil. Hier, guck mal. Schreibt's in die Kommentare. Bockt man den hier an diesem Plastik auf, was sich hier schon wegbiegt nach links? Oder nimmt man hier die Kappe raus und steckt da einen Adapter rein und mal einen Hauptträger? Ja, sind wir in der Porsche-Werkstatt hier, Max? Sehen wir aus wie eine Porsche-Werkstatt? Ich sag's nur, ne? Da poltert nichts, da klappert nichts. Erste Hand. Ja, wie was? Auch bei dieser massiven Bauweise. Also guck dir das mal an, so ja, deine ist G-Klasse. Wirklich, das erinnert mich an ja, G-Klasse, ne? Das sieht also komplett aus wie G-Klasse einfach. Aber die Leute haben mir auch geschrieben, ja, dass das Teil wirklich Offroad fahren können soll, ja, mit den richtigen Reifen. Was haltet ihr davon, Leute? Schreibt es mal in die Kommentare, wenn ich da mal ordentliche Reifen draufziehen soll, mal einen Offroad-Park, richtig mit Cayenne in Offroad-Park, oder? Das wäre doch auch geil. Mir ein paar Leute schon so Umbauten geschickt, die so fertig sind und damit wirklich auch in der Wüste so fahren. Also die wirklich wüstenmäßig Offroad fahren mit so einem Cayenne. Das würde ich noch fühlen, mit dem Ding irgendwie in die Sahara oder so ein Scheiß.